Ja, ich glaube, zuletzt haben wir uns ganz schön viel mit den britischen Kreuzern beschäftigt. Dementsprechend habe ich euch heute mal wieder ein deutsches Schiff rausgesucht, weil ich mir dachte, ein wenig Abwechslung tut dann auch mal gut. Und dementsprechend herzlich willkommen mit der Kneisenau heute. Eingeschickt vom Clockmaker, vielen Dank an dieser Stelle. Und warum habe ich das ausgesucht, kann ich vielleicht sogar kurz ein bisschen begründen, weil er schreibt, er hat sehr an vorderster Front gespielt, was ich sehr schön finde. Wenn man mal ein Schlachtschiff so spielt, dann hat er geschrieben, es wurden über 800 Granaten des Secondaries verschossen. Dementsprechend gab es da viel Schaden. Da will ich jetzt aber noch nicht sagen, wie viel. Und für alle, die es interessiert, das ist die Hülle A mit Secondary Build und einem 15-Punkte-Kommandanten. Ja, so sieht's aus. Und jetzt legen wir erstmal los. Und da kommen schon die ersten Gegner auf. Dementsprechend können wir uns jetzt schon direkt ins Geschehen schmeißen, sozusagen. Ja, die Bayern, da ist schon mal der erste kleine Willkommensgruß. Aber das wird hoffentlich nicht der letzte gewesen sein, sondern da muss noch deutlich mehr passieren. Na, die Fidschi, die schafft er da nicht so wirklich. Die Beine ist jetzt auch in einem schlechten Winkel für ihn. Die Kneisenau, die hätte eigentlich auch, aber 17 Kilometer ist halt ein Haufen Holz, deswegen wartet er jetzt auf die Fidschi. Und jetzt die Schüsse vorne raus, hinten hat er noch welche im Rohr sozusagen, aber da hat er noch nicht so weit mitgedreht. So, jetzt schickt er mal hier das Flugzeug erstmal los. Und jetzt hier nochmal die nächsten Schüsse raus auf die Fidschi. Ja, der eine Treffer, aber halt 1160 Schaden lediglich. Was ist da mit der Ober? Oder er guckt jetzt wohl eher sich die Bayern da nochmal ein bisschen aus. Und da ist schon die Fujin. Da geht schon rund mit den ersten Sekundären. Der erste Brand ist auch schon da. Und hier die Fujin, die wird jetzt nicht lange überleben. Also das. Nicht so ein smarter Move, den die hier gemacht hat gegen so viele Gegner. Und er kriegt hier das First Blood und holt sich da den Kill. Und da kommt jetzt auch gleich noch die Eroberer angerauscht. Die vorderen Türme, die sind schon fast parat. Der hintere, der ist noch gerade am Drehen, aber die Distanz ist sehr, sehr angenehm für ein gegnerisches Schiff. Jetzt kommt. Sehr gut, die könnt ganz gut kommen. Ja, 12.760 Schaden. Die Zitadelle ist da weg. Und da ist auch der nächste Kill da. Sehr gut. So, da ist noch eine Kneise. Jetzt holen sie sich erstmal auch hier den Punkt und haben dann dementsprechend 3 Punkte auf ihrer Seite. Auch da nochmal ein guter Treffer, 8.800 Schaden. Oh ja. Das ist doch mal eine brauchbare Distanz. Ah, leider keine Zitadelle, sonst wäre das Spiel für die Fidschi hier schon direkt beendet gewesen. Da muss er nochmal einen nachlegen. Jetzt kommen die Sekundären auch auf die Kneisenau.
So, jetzt hat er hier gleich zwei Schiffe, die ordentlich Spaß bringen könnten. Muss aber aufpassen, dass er von der Seite, auf die er gerade geschaut hat, nichts Großartiges reinbekommt. Die Torpedos, die sind nicht schlimm. Die waren von der Fidschi, nehme ich mal an. So, und jetzt kann er gleich mal da drauf feuern. Ist aber gerade noch am Heilen gewesen, hat man gut gesehen. Schön getroffen und jetzt irgendwie noch einen Sekundärtreffer oder so und dann war es das auch schon. Ja, Nahkampfexperte, da hat er es doch schon. So, und jetzt Kneisenau. Oh, sehr schön seitlich natürlich hier. Schauen wir mal, ob was da passieren kann. Ah, 6000 nur. Da hätte ich schon fast mehr gerechnet und erwartet. So, jetzt hat er gleich wieder nachgeladen. Schüsse raus. Ah, wieder nur 3000. Aber jetzt hat er die Torpedos. Muss er natürlich aufpassen, die gegnerische Kneise noch hat die selbstverständlich genauso. Naja, genau, da sind sie auch schon, aber die sind kein Problem. Jetzt ist er gerade am Heilen wegen dem Feuerschaden. So, die Kneisenau, die konnte auch den Torpedos ausweichen. Ja, weiß aber jetzt, dass die gegnerische Kneisenau keine Torpedos mehr hat, weil die sind von der Steuerbordseite geschossen worden und er hat sozusagen durch diese Drehung jetzt den nächsten möglichen vorhanden. Und da kann sie auch jetzt nicht mehr ausweichen und versenkt ihn da mit einem Torpedo. So soll es sein. Jetzt hat er hier auch den Brand gelöscht. Problem gelöst. Und hat schon 80.000 Schaden auf der Uhr. Also da muss man sagen, das läuft für ihn sehr, sehr gut und er spielt die wirklich jetzt nicht zögerlich. Das finde ich sehr angenehm, das mal so zu sehen. Da sieht man einfach, dass es doch auch mal anders geht mit dem Schlachtschiff, dass man nicht eben ganz weit hinten sitzen muss und von der einen Seite der Karte auf die andere Seite zu snipen. Cleveland natürlich ein schönes, einfaches, leichtes Ziel für einen Schlachtschiff. Aber 2320 Schaden, das ist nicht das, was man haben will, sondern da will man mehr. Katapultjäger in der Luft. Katapultjäger ist auch wieder am Start. So viele Torpedos da Richtung Cleveland. Aber die konnte da nochmal gut ausweichen. Dementsprechend hat er nochmal gleich die Möglichkeit, hier die zu versenken. Und jetzt leider nicht mehr die Möglichkeit, aber da hinten bietet sich mit der Königsberg schon direkt die nächste an. Aber in dem Fall leider nichts getroffen. Heilt sich jetzt wieder. So, was passiert jetzt mit der Königsberg? Vielleicht da jetzt die Möglichkeit. Ach, drunter, drüber, links und rechts, so wie man es nicht haben will.
Jetzt aber vielleicht mal. Endlich weg damit. Und da ist auch die Zerstörung, auch wenn es nicht viel war, aber genau dann kriegt man die Zitadelle. Irgendwie typisch. Und wieder hier mal die Sekundären jetzt am Start. Da sieht man, 7 Kilometer in etwa braucht's und dann feuert das Schiff aus allen Rohren. Und da kommt jetzt auch noch eine Gneisenau sehr schön breitseitig daher. Vielleicht da nochmal die Möglichkeit, hier versuchen, was klar zu machen. Torpedos hat er rausgefeuert, aber man sieht, die Gneisenau hat just in dem Augenblick auch gerade abgedreht. Wäre natürlich jetzt vielleicht eine Möglichkeit, hier selber nochmal reinzudrehen, um die anderen Torpedos auch gleich wieder am Start zu haben. Genau, er dreht zumindest mal rein. Oh, jetzt dreht aber die Gneisenau wieder Richtung Torpedos rein. Dreht es jetzt etwa genau in die Torpedos rein. Ja, tatsächlich. Einer trifft aber mal richtig schön. Sehr gut. Jetzt muss er schnell schießen. Ah, das ist schon fast zu spitz. Dementsprechend leider nicht den Damage, den er sich wahrscheinlich erhofft hat. So, alle Torpedorohre noch mit 10 Sekunden Nachladedauer. Also die hat er bald wieder alle am Start. Da geht es gleich wieder ordentlich rund. Oh, Gneisenau dreht ja richtig dicke rein. Was macht die denn da jetzt? Die will es aber mal wohl wirklich wissen. Aber er macht nicht den Schaden. Es muss aufpassen, die Fuso. Aber für die hat er noch Torpedos parat. Und jetzt bekommt er von beiden Seiten jeweils links und rechts die Hits. Da trifft er leider nur mit einem Torpedo. Aber jetzt geht es hier richtig, richtig rund. Was machst du? Schieß doch! 15.000 Schaden hat es gerade mal ausgemacht. Sogar der Knispel schreibt, careful Fuso hier tops you. Und genauso ist es passiert. Aber er braucht noch einen Kill für die Krake, beziehungsweise jetzt hat er ihn sich geholt. Sehr gut. Und damit ist auch die Runde so gut wie beendet. Man sieht oben die Tickets. Noch 3 und dann war es das auch schon. Dementsprechend sage ich vielen lieben Dank, dass ihr heute zugesehen habt. Die Runde, glaube ich, war sehr, sehr schön zum Anschauen. Das war es auch schon. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.